Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Silvia, ganzheitliche Seelehrerin und Ausbilderin an der Seeadler Akademie. Zur Ausbildung Kursleiter Augenschule haben mich diverse Fragen erreicht und deshalb werde ich die jetzt einfach mal hier per Video erklären. Das Besondere an dieser Ausbildung zur Kursleiterin Augenschule ist, dass sie hybrid abläuft. Das heißt, zum einen Teil mit kleinen, kurzen Lernvideos, wie nämlich Augen- und Sehübungen genau ablaufen. Zum anderen Live-Treffen, Live-Unterricht per Zoom, und zwar an 5 Samstagen, also volle Samstage von 10 bis 17 Uhr. Und als dritten Teil leitest du mit einer von dir ausgesuchten Übungsgruppe dann eine Übungseinheit an und schreibst darüber eine kleine Projektarbeit. Dann als vierten Teil dieser hybriden Ausbildung treffen wir uns dann alle zusammen in der Gruppe live in einem Seminarhotel. Dort wird es dann freitags zuerst mal um die Übungen gehen, die wir nicht online machen können, also die ganzen Gruppenübungen, sodass du die dann auch noch lernst. Du hast die vorher schon online geübt, aber wir üben es dann wirklich nochmal, wie wenn du in einem Raum auch bist. Mit deinen zukünftigen Teilnehmern natürlich. Und am Samstag erfolgt dann die Abschlussprüfung. Das heißt, du leitest eine kleine Übungseinheit selbst an. An dem Sonntag gibt es dann noch den Ausblick, also was musst du rechtlich beachten und ja, so ein paar Tipps und Tricks, wie du startest mit Werbung zum Beispiel, mit Marketing und so weiter. Ich unterrichte klassisches Augentraining nach Bates und nachfolgend, also die ganzen Weiterentwicklungen. Dr. Bates war ja ein Pionier. Er hat Dinge entdeckt, vieles konnte er noch nicht nachweisen. Und deshalb, wie bei allen Pionieren, wurde es weiterentwickelt. Da habe ich eine große Bandbreite. Und ja, die Basis bildet natürlich meine eigene Ausbildung, die erste bei Wolfgang Hetscher-Rosenbauer. Da dessen Kurskonzept gebe ich dir auch weiter. Und das beinhaltet, dass du nicht nur in der Ausbildung selbst lebendig lernst, sondern ich vermittle dir auch, wie du das eben weitergibst, wie du also mit den Teilnehmern wirklich ein Seminar abhältst, was richtig Spaß macht, was zum Schluss wirklich auch was verankert hat, ja, dass die Menschen nicht etwas vom Verstand haben versucht zu begreifen, sondern sie haben eine Erfahrung gemacht. Und das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Also das ist mein Ansatz, dass jeder Mensch aus meinem Programm, egal ob Kurs, Einzel oder eben jetzt dann hier in der Ausbildung, rausgeht und sagt, wow, es war was anders. Ich habe was mitgenommen, was wirklich eine Erfahrung vom Körperlichen auch her war. Augen- und Sehübungen sind super für den Einstieg, aber mein Ansatz, meine Methode beinhaltet, dass du dadurch, das ist nur Mittel zum Zweck, die Übung, dadurch zu einer geänderten Sehgewohnheit kommst und das eben durch Wiederholungen einübst. Diese Frage bekomme ich ganz oft. Nach der Ausbildung wirst du Firmenseminare halten können. Also ein 3-Stunden-Konzept, was du in einer Firma halten kannst mit einer Gruppe von ca. 20 Personen. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden, obwohl sie überhaupt keine Vorkenntnisse haben, in diesen 3 Stunden tatsächlich nachhaltig von dir etwas lernen, was sie für ihre Augen tun können, was sie bei der vielen Bildschirmarbeit ändern sollten, damit sie ihre Augen schonen, damit sie ihnen noch möglichst lange erhalten bleiben und für sie die Welt sehen. Zusätzlich zu den Firmenkursen bekommst du von mir auch ein 8-Module-Konzept. Mit diesem 8-Module-Konzept kannst du einen Wochenendkurs, kannst du einen Kurs über 8 Einheiten, vielleicht mal abends über 8 Wochen halten. Das steht dir dann frei, aber nach diesen
6 Monaten bist du in der Lage, dieses Seminar zu halten. Auch diese Frage bekomme ich sehr oft, so quasi, ich muss ja erstmal meine Brille loswerden, damit ich dann anderen helfen kann. Nein, das musst du natürlich nicht. Das ist ja in keiner Berufsgruppe so. Es ist zwar so, dass viele bekannte Seelehrer ein größeres Sehproblem hatten, was sie beseitigen konnten und deshalb Seelehrer wurden, so ist es ja bei mir auch, aber du brauchst kein größeres Sehproblem haben, um an der Ausbildung teilzunehmen, natürlich nicht. Und falls du im Moment noch keine Fehlsichtigkeit hast, dann vielleicht machst du irgendwann die Bekanntschaft mit der Altersweitsichtigkeit und dann hast du ein Tool der Vorbeugung, weil die Altersweitsichtigkeit muss überhaupt nicht sein. Wenn du schon ein Sehproblem hast, dann musst du auch nicht vor der Ausbildung das schon gelöst haben. Das ist auch nicht notwendig, sondern du wirst in der Ausbildung in den 6 Monaten garantiert etwas verbessern. Dadurch, dass du die Übungen für dich selber lernst und lernst, wie du sie anderen zeigst und anleitest, wird sich garantiert in deinem Sehen und bei deinen Augen auch etwas verbessern. Die einzige Vorerfahrung, die du im Endeffekt brauchst, ist, dass du schon mal Gruppen angeleitet hast, also vor Gruppen gesprochen hast. Weil dazu ist einfach die Zeit zu kurz in 6 Monaten, dass wir da ganz von Anfang an anfangen. Es wäre gut, wenn du schon mal vor Gruppen gesprochen hast. Auch diese Frage bekomme ich sehr oft und natürlich berechtigterweise. Ich lehre, seit ich 16 bin. Mit 16 habe ich angefangen, Mathematik zu unterrichten als Nachhilfelehrerin und habe das viele, viele Jahre gemacht. Dazu bin ich ausgebildete Fachinformatikerin. Auch da habe ich Didaktik gelernt. Wie bringe ich Menschen bei, eine neue Software zu bedienen und so weiter. Also ich habe sehr, sehr viel Erfahrung im Lehren und ich habe auch für einen Verein gearbeitet, CISV, und dort eben Einblicke bekommen in die Erlebnispädagogik. Und deshalb ist dann die Ausbildung bei Wolfgang Hetscher-Rosenbauer, das war genau das, was ich gesucht habe. Und das gebe ich dir auch weiter. Ja? Wolfgang Hetscher-Rosenbauer ist Diplompädagoge, er weiß, wovon er spricht und er hat das wunderbar erarbeitet, dieses Konzept. Und die Didaktik dazu. Das heißt, wie bringst du jemandem etwas bei? Nämlich zuerst dem Teilnehmer ein Erlebnis zu ermöglichen und hinterher zu erklären. Und nicht andersrum. Also nicht, ich sage dir und die Theorie und jetzt probier das mal aus. Du wirst sehen, das ist eigentlich ganz einfach und die Didaktik, die bringe ich dir auf jeden Fall bei. Die Inhalte der Ausbildung bestehen aus 8 Teilen. 8 Module ist das längste Konzept. Daraus entwickeln sich eben der 4-Wochen-Kurs, den du auch von mir so kennst, und eben ein 8-Wochen-Kurs und eben das 3-Stunden-Firmenseminar. Das erste Modul, das geht um Augenentspannung. Im zweiten geht es um die Augenbeweglichkeit. Und in beiden Modulen fließt auch ein, inwieweit eigentlich die Augen ganzheitlich zu betrachten sind und mit dem ganzen Körper verbunden sind. Es geht um Licht und Dunkelheit und die Dualität von den beiden. Dann geht es um das periphere Sehen, also alles, was hier so außerhalb dieses Bereichs ist, wo du zentral scharf siehst. Ein ganz wichtiger Bereich, der vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, dass das sehr, sehr wichtig für uns ist, vor allen Dingen für die Entspannung. Dann geht es um die Ringmuskeln im Auge, also um die Linse, um die Linsenbewegung, die Linse klar und elastisch zu halten und um die Pupille, dass auch die Pupille groß und klein werden kann. Das nächste große Thema ist die Beidäugigkeit. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie eventuell gar keine Beidäugigkeit haben, also nicht zeitgleich beide Seheindrücke von beiden Augen interpretiert werden und zu einem dreidimensionalen Bild zusammengesetzt werden. Da geht es um Fusion und um jede Menge Sehspiele und
da sind wir dann schon richtig beim Sehtraining drin. Das sind nämlich nicht mehr dann die Augen, sondern da geht es darum, wie das Gehirn interpretiert und was wir da alles verändern können. Und in diesem Bereich, da geschehen manchmal in den Kursen tatsächlich Wunder. Natürlich tauchen wir auch in die wunderbare Farbwelt ein und in die Farbtherapie. Genau diesen Bereich, den Wolfgang Hetscher-Rosenbauer als Farbtherapeut auch wirklich uns sehr, sehr viel entwickelt hat und hinterlassen hat. Wir werden also in die Farbtafeln eintauchen und du wirst lernen, wie du die anwenden kannst. Nicht zuletzt geht es um das visuelle Gedächtnis und die Vorstellungskraft. Wir können nämlich nicht sehen, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist ein super spannendes Gebiet. Auch da gibt es so schöne Übungen, die wirklich viel, viel Spaß machen. Und ganz zum Schluss packen wir dann noch ein Paket drum und machen eine Rückschau. Und ich gebe dir Tools, wie du bei den Teilnehmenden das so richtig gut verankern kannst, sodass sie nach Hause gehen und wirklich ins Tun kommen. Ja, natürlich gibt es Workbooks, natürlich gibt es etwas Aufgeschriebenes als Textform. Du bekommst alle Übungen auch mit einer textlichen Anleitung, sodass du dir da Notizen reinmachen kannst, das immer wieder üben kannst. Und natürlich alle Kurskonzepte auch in Schriftform zum Ausdrucken. Die Live-Trainings werden nicht aufgezeichnet. Egal, ob es online oder eben dann später auch vor Ort ist, das ist ja wie in jeder anderen Ausbildung auch, dass du dabei sein solltest, weil wir sowieso ganz viel in den Gruppen zusammen üben. Also ich werde euch in Kleingruppen aufteilen und dort werdet ihr dann euer Erlebnis haben. Das heißt, die Aufzeichnung wäre sowieso unvollständig. Die Ausbildung ist so konzipiert, dass du das nebenberuflich, also neben einem Vollzeitjob, gut machen kannst. Natürlich solltest du dir etwas Zeit einplanen, also zumindest einmal im Monat den ganzen Samstag. Ich habe die letzten Kursleiter mal gefragt nach der Ausbildung, was habt ihr denn so ungefähr an Zeitaufwand gehabt? Und da kam so grob pro Woche eine Stunde raus. Wahrscheinlich wird es im Januar, Februar ein bisschen mehr dann sein, wenn es Richtung Prüfung geht. Aber ich glaube, damit kommst du ganz gut hin. Auch die Frage bekomme ich oft, aber wie war das früher in der Schule oder an der Uni oder in deiner Ausbildung? Wenn du krank bist, bist du krank und dann kannst du nicht teilnehmen. Und dann musst du es halt selber nacharbeiten in irgendeiner Art und Weise. Ich habe schon vorhin ein bisschen erwähnt, wir werden uns in einem Seminarhotel treffen. Wir übernachten dort alle, ungefähr in der Mitte von Deutschland, sodass es für alle gut erreichbar ist. Wir treffen uns Donnerstagabend und am Freitag geht es dann direkt los. Und am Samstag ist die Prüfung. Abends dann bekommst du dein Zertifikat überreicht und wir werden feiern, weil es gibt bestimmt was zu feiern. Und am Sonntag machen wir einen schönen gemeinsamen Abschluss und ja, da werde ich dich so begleiten, dass du dann gut ins Tun kommst. Ja, logisch fragst du das. Das würde ich auch fragen, wenn ich eine Ausbildung mache. Du kannst danach sofort praktizieren, ohne dass du einen Heilpraktiker oder etwas zusätzlich noch bräuchtest. Und eine Augenschule gründen und als Kursleiter Augenschule, Kursleiterin Augenschule sofort losstarten. Das sind Gruppenprogramme. Wenn du dann merkst, dass du eben auch einzeln die Menschen betreuen möchtest, dann empfehle ich dir, dass du noch irgendeine Zusatzausbildung hast. Entweder hast du die schon, also manche Bewerber sehe ich dann, ah ja, die haben eigentlich schon eine Qualifikation, was weiß ich, zum Beispiel Ergotherapie, also da steckt das Wort ja schon drin. Also du solltest irgendeine Ausbildung haben, die eben dich befähigt, dass du auch eins zu eins Coaching machst. Ne? Coaching-Beratung, das ist ja das Pendant. Und wenn du das eben dir noch aneignest, dann kannst du natürlich danach dann als ganzheitlicher Seelenlehrer
Seelehrerin arbeiten. Nein, den brauchst du nicht. Eine Augenschule darfst du einfach so eröffnen. Wenn dich die verschiedenen Wege interessieren, dann verweise ich mal auf die Playlist der Testimonials von den letzten Kursleitern. Und da wirst du in jedem Video so ein bisschen sehen, wo sie denn so herkamen, was sie für eine Grundausbildung hatten, wie sich ihr Sehen selbst verbessert hat und was sie jetzt tun. Das ist ganz leicht erklärt. Wir sind eine kleine Gruppe. Ja, ich betreue dich direkt. Deshalb sollte die Gruppe einfach zusammenpassen. Das macht für alle Beteiligten einfach mehr Spaß. Deshalb ein Bewerbungsverfahren. Auf der Webseite zur Ausbildung findest du ein Formular. Dort kannst du dir die Bewerbungsunterlagen zuschicken. Ich verspreche dir, es ist nicht aufwendig. Du wirst es hinkriegen und schickst mir deine Bewerbung zu. Und wir werden auf jeden Fall auch nochmal miteinander sprechen bzw. telefonieren. Und jetzt freue ich mich auf deine Bewerbung und dass wir uns bald kennenlernen.